Hallo und willkommen bei Schlesien Journal. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber kaum einer ist so ein Schmied wie Jan Socher aus Benkowitz. Seine alte Schmiede besuchen wir gleich nach den Infos. Alles über die deutsche Minderheit in Polen in einem Buch. Das Jahrbuch der Deutschen in Polen 2012 soll ein Infoblatt über die Tätigkeit und Kultur der Deutschen in Polen sein. Aber zugleich soll es auch einen Überblick auf die bevorstehenden Veranstaltungen und wichtige Termine der Deutschen geben. Der VDG hat das Jahrbuch zum ersten Mal herausgegeben. Wir haben andere deutsche Minderheiten recherchiert, in Rumänien, in Ungarn besonders. Und in Dänemark, um zu schauen. Und wir haben natürlich etwas überraschend festgestellt, dass alle solche Jahrbücher schon seit Jahren haben. Die Lücke wollten wir natürlich jetzt auch füllen. Das Jahrbuch wurde auf Deutsch im Rahmen des Projektes Kleine Bibliothek des Verbandes der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaften herausgegeben und wird an alle DFK-Ortsgruppen verteilt. Es soll von nun an jährlich erscheinen. Das ist der DFK Raschowa in der Gemeinde Leschnitz. Dort hat man 2010 eine Workshop-Reihe über den weltberühmten österreichischen Künstler und Architekten Friedensreich Hundertwasser organisiert. Wir wollten mal ein Projekt machen mit und für Kinder. Da haben wir uns gedacht, dass hier in unserem neuen DFK-Haus so eine Kinderecke gut zu Passe käme. Und ich habe mal in Deutschland so ein Hundertwasserhaus eben aus Holz in einem Kindergarten gesehen. Und da wir hier einen sehr guten Schreiner haben im Dorf, hat er das für uns gemacht. Nun gewann das Projekt den DFK Kulturpreis 2011. Die Auszeichnung wurde in 4 Kategorien vergeben: Kunst, Sport, volkstümliche Kunst und Musik. Zu den innovativsten DFK-Veranstaltungen im Jahr 2010 gehörten auch ein Filmabend, im DFK Groszowitz eine Ausstellung über deutsch-polnische Fußballer im DFK Mechnitz und eine Karnevalsfeier ganz nach deutscher Tradition im DFK Proskau. Wenn Ihr DFK im Jahr 2011 auch ein interessantes Projekt veranstaltet hat, melden Sie sich bei der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. Das Zentrale Kriegsgefangenenmuseum in Lambsdorff-Oppeln hat einen neuen Lehrfilm, der bereits als Teil einer Ausstellung zu sehen ist. Der Film Lambsdorff-Wambinowice – Museum und Gedenkstätte wurde von der deutsch-polnischen Journalistin und Regisseurin Alicja Schaton gedreht. Er zeigt die langjährige Geschichte der Lager in Lambsdorff. Erzähler im Film sind Schüler, die sich während der Unterrichtsstunden im Museum mit Zeitzeugen treffen. Chcieliśmy trafić do młodego odbiorcy, a więc trafić do wrażliwości młodego odbiorcy. Naszym celem było wreszcie również to, aby pokazać europejski wymiar tego miejsca, nie zapominając także o regionalnym charakterze. Der Film ist in 5 Sprachen erschienen. Er ist im Zentralen Kriegsgefangenenmuseum sowohl in Lambsdorff als auch in Oppeln zu sehen. Die Öffnungszeiten des Museums finden Sie auf der Internetseite www.cmjw.pl. Benkowitz bei Ratibor kann sich mit einer 300 Jahre alten, funktionierenden Schmiede und einem Schmiedehandwerksmuseum rühmen. Das dank der Familie Socher. Von Generation zu Generation wurde das Schmiedehandwerk weitergegeben. Noch heute arbeitet man hier nach alter Tradition. Wir haben die Schmiede in Benkowitz besucht. Obecnie jest 9 pokoleń z rodziny Sochów kowali. Syn jest 9 pokoleniem, ja 8. Młotek, pamiętam, jak dźwignął, to żech miał wtedy chyba, to żech tak coś fachowo robił, i to żech miał około 8 lat. To brat mi zrobił taką małą podkowę, i ta podkowa musiał przybić do skrowka po ćwikli, nie? Muzyka
Zaczynało się od tego, że tu pomogło traktatowi coś pozamiatać, albo przytrzymać, albo coś i patrzeć, co on robi. A potem to już samemu. Młotek zagrzeć jak konsekwenta i trzaskać po nim. Przed wojną w Binkowicach było około 420 koni. Te konia co było 2-3 do 4 razy pod chód, także kowal miał zapewniono robota. No a później się już, jak się konie wykruszały i przeszedł już na produkcję, robił się dużo ładowaczy do obornika, dingeladry, pompa na chnówka, szutowniki, sadzarka do kartofli. Także że dużo się robiło, a od 30 lat przeszliśmy już na typowo roboty kowalskie, nie kupujemy w sklepach, robimy to wszystko przy użyciu młotów ręcznych i mechanicznych. No i robimy do zamków, do kościołów, robimy dużo robót. Później powstała w 1702 roku. Na tym miejscu powstawała kuźnia drewniana, kryta gontem, a w niej palnisko i kowadło. No i miech skórzany, który znajduje się w muzeum naszym oczywiście. Na cześć moich przodków stworzyłem ze synem największy zbiór maszyn kowalskich w całej Polsce. Nie ma takiego muzeum, co jest w Wojciechowie, jest w Warszawie, gdzie byłem, widziałem, ale my mamy, można powiedzieć, większość zbiorów to jest naszych pradziadków. A i począwszy, najstarsze urządzenie to jest 1702 rok, wtedy miech skórzany od Janka Sochy. Jak wchodzę do tego muzeum, to tak jakby szedł na cmentarz, zapolić upom, zjeść na grobie. Zawód kowala jest wymieralny. To, co my tu robimy w tym warsztacie, to zostało przekazywane z dziada na pradziada, no i my staramy się tą samą metodą wykonywać to, co oni może przy użyciu już nowszych maszyn mechanicznych. No, bo obecnie jestem w tej komisji egzaminacyjnej mistrzów i średników na pół Polski. I tu jest taka sprawa, i od tych uczniów, od tych mistrzów, których ja egzaminuję, widzimy, że wszystko kupują i tylko składają, szlifują i malują. Po sobie pamiątki zostawiać, nie? Bo to jest właśnie sztuka, coś wykuć, zrobić samemu i mnie nie będzie, a to jeszcze będzie kiedyś widzieć, jakoś grata w kościele albo coś, że ja to robię, nie?
besuchen Sie unbedingt Benkowitz und das Museum der Familie Socha. Und das ist schon alles für heute bei Schlesien Journal. In einer Woche kommt die nächste Ausgabe unserer Sendung. Auf Wiedersehen!